war das denn jetzt so schwer? Und damit, hallo Leute, mein Name ist Sascha Einstock und willkommen zurück zu Super Mario 64. Ja, im letzten Part ist wohl der blödeste und dümmste Fail in meiner History passiert. Ich hatte nach einer langen Zeit die Slide geschafft und dann sprang ich einfach über den Stern. Jetzt aus. Wie viel Pech, oder besser gesagt, negativen Skill kann man eigentlich haben? Und hier an der Stelle. Tatsache ist halt jetzt, dass wir nur noch wenige Leben haben. Und ich würde sagen, als nächstes sammeln wir die roten Münzen ein. Den Bonbon viert. Den Kettenhund kriege ich ja nicht hin. Bin zu schlecht mit dem Jump irgendwie. Und ich muss das alles vorproduzieren, denn ich weiß ja nicht, wann Nintendo das Zeug runternimmt. Da ist die Nummer 2. Diese dummen Laden. Also ich merke, Mario 64, das LP wird für mich die reine Hölle. Von allem, da ist die ganze Zeit dieser Stern am Rumblinken. Ich habe keine Ahnung, wie ich den kriegen soll, aufgrund dieses dummen Kettenhundes. Das eigentlich. Nee. Ich soll ja auf die kleinen Insel. Tatsächlich. Ich glaube, da ist sogar eine der roten Münzen. Oh oh, das ist ab. Da seitlich war eine rote Münze. Warum müssen das jetzt auch unbedingt drei Bälle sein? Ja, da kommt einer runter, ist klar. Wie? Was zum... Die verfolgen mich jetzt. Ich muss erst die Luke hier öffnen. So war das nicht gemeint. Aha. Wie sind die anderen roten Münzen? Ich muss gleich nochmal zum Bomb laufen, damit er mir die Sachen öffnet. Ich glaube, das letzte rote Münze ist da ganz oben auf der fliegenden Insel. Das heißt, ich muss nochmal zurück. Ach, diese Wende Blase. Zum Glück gibt es bei diesem Spiel kein Zeitlimit. Öffne bitte die Türen. Hm?
andere Tür offen? Gut, dann schießen wir uns mit dem Ding mal weg. Wieder. Ja, das ist tatsächlich eine rote Münze. Das heißt, wir müssen bis da oben wieder hin. Gehen wir uns einfach so hoch. Ja, das hat's getan. Hier noch irgendwas? Eine Blume vielleicht? Wunder. Was abhaut. Und weg ist. Na toll, ich hätte es gebrauchen können. Vielleicht da unten was. Oh ja, da ist was. Ein One-Up und eine Bombe. Gut, dass ich inzwischen besser bin als ich 6. Ja. Hier war eine der Münzen. Alles klar. Gut zu wissen, dann fehlt nur noch die eine da oben auf der Insel. Das heißt, wir müssen es nur noch hochschießen. Und erstmal da hochkommen. Dann gibt es da allerdings noch diese dummen Bälle, die plötzlich verfolgen tun. Ja, seht ihr's? Das ist komplett unnatürlich, dieses Bewegen der Bälle. Ob wir die kennen? Damit müssen wir eigentlich zur fliegenden Insel problemlos kommen. Ich schieße mich erstmal nach da oben. Ich bin an einer unsichtbaren Wand abgeprallt. Na klasse. Hier muss irgendwo noch eine Cannon sein. Sonst könnte ich mir das nicht erklären. Dann gucke ich mal jetzt von oben, wo die nächste Cannon ist. Irgendwo muss man gekennen sein. Darauf schätze ich mal. Das könnte ich mir nicht erklären. Bingo! Hier ist noch einer. Darf ich bloß nicht überziehen? Deswegen ziehe ich auf den Baum. Das war jetzt nicht so geplant, aber es hat geklappt. Und ich habe alle bekommen. Der Stern für die roten Münzen ist dort gespawnt. Hier ist auch so ein Stern. Gut, dann weiß ich ja, was wir gleich einsammeln. Ich hole jetzt natürlich den für die roten Münzen. Weh. Wo ist der? Wo ist er? Ach, da hätten wir uns auch hochschießen können. Einfach an dem Ding. Alles klar. Wo ist der Stern? Am Start. Wo ist der Stern? Dort? Im Bereich, wo die roten Münzen waren? Ja. Jetzt hab ich ihn.
Dann sammeln wir gleich den oben nur noch einen und dann haben wir schon genug für die erste Tür. Scheint wohl den Boss zu sein. Ich weiß jetzt, wie ich mich schießen muss. Erstmal wieder aktivieren. Ja, den Text kennen wir bereits. Feuer. Nicht da oben ist ja die nächste Kanone. Ich glaube, mit der können wir uns auch hochschießen. Oder daneben schießen. Ey, zumindest sind wir auf dem Berg. Wow, da kamen einfach mal 3 Stück auf einmal. Vorsichtig, ich will jetzt nicht runterfallen. Rein mit dir. Ich sehe wieder auf den Baum. Oh, fast ins nächste Kanonenrohr. Und sammeln wir den Stern ein. Damit habe ich genug für die eine Tür. Du hast genügend 8 Powersterne gesammelt. Du kannst jetzt Bowser entgegentreten. Prinzessin ruft. Alles klar. I come in, Princess. Come in, Princess! Oh. About... Oh! Du bist in meine Falle geraten. Alles klar. Hier gibt es auch noch Auto-Coins. Na super. Die muss ich auch noch einsammeln, oder wie? Du solltest dich dranhängen, nicht sterben. Mamma mia! Jetzt One-Up. Sehr gut, das kann ich gut gebrauchen. Letzte. Oh. Spike. Und ich verrate. Meine Skills sind in diesem Spiel nicht vorhanden. Mamma mia! Ich weiß, Bowser. Oh, es ist abwärts. Das war knapp. Thank you.
hat das doch auch noch geklappt. Ich halte den anderen Weg. Das ist Feuer. Aufpassen. Das ist bestimmt echt weh. Ach, jetzt kannst du dich festhalten, was? Ich glaube, ich habe es. Jetzt bloß nicht überspringen. Ein mit dir. Ja, der erste Boss. Aha. So ein Glück, Mario. Prinzessin Tornstuhl ist nicht hier, aber. Versuch nur meins anzugreifen. Das klingt so falsch. Du wirst niemals in der Lage sein, mich rumzuschwingen. Oh, das ist gar nicht so leicht mit Pfeiltasten. Ich würde mich wundern, warum ich so langsam drehe. Ich muss alle Pfeiltasten nach und nach schmeißen. Das ist gar nicht so leicht. Ohne Joystick. Man sagt ja, dass das Spiel auch Controller unterstützt. Allerdings habe ich keinen Controller, der unterstützt wird. Wieder nix. Man hat so einen neuen Schlaf zum Angebot. Gar nicht so leicht. Ich bin noch in der ersten Runde. Komm schon!
geht allerdings nicht auf Treffer, glaube ich. Was? T-Pose Mario? Jetzt wird er T-Pose Mario. Echt im ersten Bowser-Fight rausgekommen. Bitter. Aber die Steuerung per Tastatur ist nicht gerade sehr leicht. Ich habe immer einen kleinen Drehstick. Sekunden. Auch fast
Stunde oder wie? Ebenso. Geht auch. Hauptsache ich kriege den Platz. Was? Ein Treffer reicht? Es hat ein Treffer gereicht? Und dafür habe ich so lange gebraucht. Oh Mann. Na, das war nicht so wie geplant, aber naja. Ich behalte immer noch die Power der Stars und ich habe immer noch Peach. Du kriegst keine weiteren Sterne von mir. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich will sie zurück sein, später. Bye bye. Danke für den Boss-Key. Of course, safe. Gut, damit haben wir wenigstens den Boss besiegt. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst Daumen da und bye.